Eine gesegnete Zeit, viele Impulse, die wir auch hier bekommen haben heute, angefangen schon von dem, dass wir hier ein 10-jähriges Jubiläum feiern, dass Menschen 10 Jahre verheiratet sind und das funktioniert. Ich kann es nur bestätigen, das kann sehr gut sogar funktionieren, das kann auch noch deutlich länger werden und ich glaube, diejenigen, die was älter sind, die wissen, dass in der Ehe kann es auch richtig, richtig gut sein und das geht auch. Und das ist auch unser Thema. Wir haben ja vor genau 14 Tagen hier aufgehört, weil es in Strömen geregnet hat. Und dann haben wir gesagt, wir unterbrechen mit diesem Thema und machen das dann weiter. Und heute wollen wir genau da anknüpfen. Und ich hoffe, dass nicht nur das Wetter, wie das Wetter sich radikal verändert hat, so wird sich auch dein Leben gegebenenfalls nach dieser Botschaft oder nach dem, was wir schon vor 14 Tagen gestartet haben, dich verändern. Und das Thema war Familie. Und ich möchte jetzt ein paar Dinge erwähnen, die vor 2 Wochen gesagt habe, damit auch die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, damit die auch wissen, worüber wir hier reden. Weil wenn ich jetzt mittendrin anfange, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Aber ich möchte so ein paar Gedanken aufgreifen aus der Predigt von damals. Weil das ist nämlich eine Fortsetzung. Das ist jetzt keine oder fast keine neue Predigt, sondern das ist wirklich eine Fortsetzung. Es ging nämlich darum, dass ich in meinem Leben einfach in den letzten 20 Jahren beobachtet habe, dass sich einiges verändert hat. Und zwar hat man, glaube ich, vorhin irgendwie gesprochen, wenn du glücklich sein willst, dann musst du jetzt mal ordentlich ackern, musst du viel Geld verdienen, musst du dir irgendwas anschaffen, musst du irgendwas Tolles besitzen und dann wirst du glücklich. Ich beobachte, dass in den letzten 20 Jahren der Fokus sich ein bisschen so verschiebt und man sagt eher dann, natürlich ist gut, ein dickes Konto zu haben oder alles zu besitzen und so weiter und so fort, aber es ist enorm wichtig, eine gute Familie zu haben. Ich lege meinen Fokus auf die Familie so ungefähr und ich habe das auch letztes Mal gesagt, möchte heute nochmal wiederholen, dass ich bin absolut für eine Familie und ich schätze und glaube, dass die Familie was ganz, ganz Wichtiges ist und dass Gott uns auf dieser Erde nichts Wichtiges anvertraut hat als eine Familie, weil in der Familie, in der Ehe passiert was, es entstehen neue Menschen, Kinder und so weiter, so dass das enorm wichtig ist, aber es werden ein paar Sätze fallen, wo du vielleicht denken wirst, der Klaus denkt anders. Ich möchte dir einfach sagen, dass ich denke nicht anders, aber ich möchte euch mit der Bibel einfach mal ein paar Sachen zeigen, worauf wir eigentlich unseren Fokus legen sollen. Und zwar, als Gott den Mensch schuf, Adam, hat Gott ihm eine Berufung gegeben. Und zwar hat Gott Adam geschaffen und hat ihm gesagt, du sollst den Garten bewahren und bebauen. Das war der Auftrag. Nachher kam die Frau dazu, Eva, und zwar als eine Gehilfin. Und die Frage war, warum eine Gehilfin? Wofür ist die jetzt da, um was machen? Familie bauen? Nein, um zu helfen in deiner Berufung. Und als dann der Sündenfall kam, hat Gott die Menschen, Adam und Eva, bestraft dafür. Und in der Bestrafung sprach Gott folgende Sätze aus. Er sagte zu der Frau, du wirst mit Schmerzen gebären und du wirst an deinem Mann sich hängen. Und dem Mann sagte er, du wirst im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen. Und wir merken einfach, dass da irgendwas zusammengekommen ist. Wir würden das vielleicht sagen, Familie, ja, die Frau, die soll an einem Mann hängen und so weiter. Das ist geschehen, nachdem, dass sie was Falsches gemacht haben und zwar gesündigt haben. Das heißt, wir laufen heute, wenn wir uns total auf die Familie fokussieren, wir laufen zum Teil der Bestrafung nach, die Gott ausgesprochen hat. Und ich möchte, dass wir einfach mal ein bisschen in das Thema reingehen und einfach mal überlegen, wo stehen wir, worauf legen wir Wert, wo ist unser Fokus? Ist unser Fokus nur darauf, dass wir sagen Familie und irgendwann mal kommt dann meine Berufung oder irgendwann mal kommt Gott und irgendwann mal kommt so alles andere. Gott möchte, dass wir diesem Wort folgen und zwar, dass wir seiner Berufung nachgehen, das, wofür er uns eigentlich auf diese Erde gesandt hat. Und ich habe das mit einem Beispiel belegt. Ich habe gesagt, dass denk mal drüber nach, wenn du gläubig bist. Denk mal drüber nach, als du dich entschieden hast, Jesus zu folgen.
und du verstanden hast, dass Gott dir auch Aufgaben gegeben hat und dass er dich berufen hat für bestimmte Sachen, dass er dich einfach, danke an dir, dass er Gott dich einfach eingesetzt hat hierhin, damit du seine Werke tust. Und später hast du geheiratet, ist Familie dazu gekommen und so weiter und so fort. Und dein Fokus, den du damals bekommen hast, der ist auf deiner Liste ganz runtergerutscht. Und du kümmerst dich heute nur um deine Familie, um deine Kinder, vielleicht um deine Enkelkinder und so weiter. Und du merkst gar nicht, dass das, wofür Gott dich berufen hat, ist ganz unten geblieben. Und das ist vom Grundsatz falsch. Und Gott möchte, dass wir unser Leben auf ihm ausrichten. Ich habe das in meinem persönlichen Leben erlebt. Und das habe ich auch letztes Mal erzählt. Und ich kann da auch noch viele andere Beispiele erzählen, dass Gott uns in unserer Familie, in unserer Ehe mit den vielen Kindern ganz stark gesegnet hat und nicht nur mit Kindern beschenkt hat, sondern gesegnet hat in allem, was so in der Familie geschehen ist. Und wir haben nie den Fokus verloren, indem dass wir gesagt haben, wir wollen Gott dienen. Ich möchte hier den Vers nochmal aufgreifen aus Jesaja 24, als Josua vor dem Volk steht und sagt dem Volk Israel, ihr müsst euch heute entscheiden. Und ich möchte die Männer in erster Linie mit diesem Vers ansprechen. Du musst dich entscheiden als Mann, als Priester des Hauses, als Vater, als Ehemann. Du musst dich entscheiden, was willst du? Und Josua spricht da folgende Worte aus und er sagt, ich und mein gesamtes Haus, alles, was dazu gehört, jeder Esel und jedes Kind und alles, was dazu gehört, wir wollen dem Herrn dienen. Also es ist völlig egal, was du denkst, was das Volk denkt, was das ich möchte. Und ich habe mich entschieden. Das ist das Thema. Dass du musst dich entscheiden, was willst du als Mann? Willst du den Fokus auf die Familie legen? Und möchtest du einfach mal alles darauf tun, damit deine Familie nie zu kurz kommt und dass deine Familie immer irgendwo in erster Linie steht, dass alles für die Kids, alles muss passieren und dann kommt irgendwann mal meine Berufung oder dann kommt erstmal mein Glaube oder die Kirche und so weiter und so fort. Und das möchte ich hier mit diesem Vers einfach nochmal bekräftigen, dass die Entscheidung, die liegt eigentlich bei dir, Mann. Du kannst dich entscheiden, du kannst deine Familie lenken und leiten, damit dir glücklich wird. Nicht, dass du meinst, dass wenn du den Fokus jetzt nur auf deine Berufung legst, dann wirst du unglücklich. Nein, absolut nicht. Das geht, wenn du eine Gehilfin hast, die dich unterstützt und du unterstützt sie und ihr erzieht die Kinder und ihr legt immer den Fokus darauf, dass Gott euch hier auf diese Erde geschickt hat, nicht nur um eine Familie zu bauen, sondern damit ihr seiner Berufung nachgeht, damit ihr sein Wort, sein Ziel, sein Sinn erfüllen könnt. Ich möchte heute weitermachen mit dem Neuen Testament. Ich habe das vorhin ja aus dem Alten Testament aufgegriffen und im Neuen Testament ist Jesus noch radikaler. Wir finden im Neuen Testament nirgendwo, dass Jesus sagt, Familie Nummer eins, alles andere kommt irgendwo dazu. Jesus ist für eine Familie. Jesus sagt sogar, ehret Vater und Mutter. Also er ist absolut auf unserer Seite. Er tickt genau so wie wir das. Er sagt, Familie ist enorm wichtig, eine Ehe ist enorm wichtig, das soll alles da sein. Aber wenn es geht um eine Nachfolge, da ist Jesus radikal. Jesus spricht folgende Worte aus. Der sagt, wer Vater und Mutter, Tochter oder Sohn mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus spricht folgende Sachen aus. Es kommt ein Jünger zu ihm und er sagt, ich will dir nachfolgen, aber ich muss erstmal mein Vater begraben. Und da sagt er, lass die Tote begraben und du folge mir nach. Diese Verse, die sagen einfach aus, entscheide dich. Es geht nicht darum, dass du das oder das andere nicht machen darfst. Es geht darum, dass Jesus eine klare Entscheidung haben will. Jesus ist immer dafür, dass er sagt, entweder oder. Es gibt kein Larifari.
Es gibt kein Dazwischen. Es ist immer, entweder folgst du mir nach oder du bist nicht ganz dabei. Und wir lesen das in Matthäus 6 und das ist die Bergpredigt. Und das ist die Bergpredigt, die ist ja voller Weisheit und voller vielen Gedanken, die uns heute total verständlich sind. Jesus hat damals zu dem Volk gesprochen und vor ihm saßen Leute, das waren total einfaches Volk und er hat auch sehr einfach gesprochen. Und diese Worte können auch unser Leben heute verändern. Wir lesen in Matthäus 6, den Vers 24, und da spricht Jesus Folgendes. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen anhängen. Oder er wird an einen anderen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht dienen den Mammon, Gott und den Mammon. Also wir sehen hier einfach, dass Jesus sagt, es geht nicht, zwei Herren dienen. Wir müssen hier mal vielleicht ein bisschen darüber uns unterhalten, was bedeutet Mammon? Viele Übersetzungen sagen Geld. Also ich stehe so immer ein bisschen auf Antiksachen und ich finde, dass so alte Übersetzungen sind manchmal deutlich tiefgehender. Ich verstehe unter Mammon ein bisschen mehr als Geld. Ich verstehe unter Mammon Sachen, mit einem Wort gesagt, die wichtig sind. Es können große Dinge sein, es kann viel Geld sein, es kann ein schickes Häuschen sein, es kann aber auch total was Einfaches sein. Und am einfachsten kannst du dich prüfen, so geht es mir oft, ich prüfe mich daran, welchen Gedanke habe ich morgens, wenn ich aufstehe? Was kommt mir als erstes in den Sinn? Das sind oft die Dinge, an denen ich hänge. Vielleicht ist das bei dir anders, aber vielleicht kannst du dich auch mal dabei erwischen. Und Jesus sagt dir einfach radikal, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst entweder einem nachlaufen und den anderen verlassen oder umgekehrt. Aber du kannst nicht zwei Herren dienen. Warum? Warum geht das nicht? Weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir nur in seiner Anbetung sein sollen. Gott will, dass wir ihm als Schöpfer anbeten. Gott will, dass wir ihm im Fokus haben, dass wir die Nummer eins sind, dass er die Nummer eins ist in unserem Leben. Er möchte nicht irgendwo hinten stehen, er möchte nicht irgendwo sich anstellen. Gott möchte, dass er in erster Linie angebetet wird. Und deswegen sagt Jesus hier, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und das ist auch ganz wichtig, lass uns mal ein bisschen praktisch werden. Wenn du dich an deine Familie hängst und du wirst alles in deine Familie investieren. Ich habe Leute kennengelernt, die das gemacht haben. Die wirklich auf die Familie so viel gelegt haben. Und am Ende waren sie total negativ überrascht, wie die Kinder auf einmal aus dem Haus gelaufen sind. Und der Vater oder die Mutter, die haben das nicht verstanden. Ich habe doch alles gegeben, ich habe doch alles getan. Jetzt habe ich nicht mal einen richtigen Bezug zu meinen Kindern. Es kann dich hart treffen, obwohl du alles investiert hast, aber es kann dich hart treffen. Oder es kann anders kommen. Wir sind hier ganz nah an einem Katastrophengebiet. Wenn du alles auf deine Familie gelegt hast und dich sowas trifft, dass da eine Flut kommt, dass eine Welle kommt und alles weggeschwommen wird und deine Familie auch und du allein bleibst. Wie wird es dann aussehen? Und aus dem Grund ist das enorm wichtig, dass wir auf den Allmächtigen, dass wir auf den Schöpfer, dass wir auf unseren Retter setzen, weil auf ihm kannst du setzen. Auf ihm kannst du dich verlassen. Auch selbst wenn alles wegschwimmt, wird Gott immer noch da sein. Der wird immer noch bei dir sein, auch wenn es hart wird, auch wenn es finanziell schwierig wird, auch wenn es da ankommt, dass vielleicht du in der Familie irgendwo Komplikationen kriegst, wird Jesus immer noch da sein. Und wenn wir auf Jesus setzen, ich behaupte, es wird auch in der Ehe gut laufen. Wenn wir den Fokus auf Jesus legen und wenn wir mit unserem Partner
mit unserer Frau oder ihrem Mann, wenn wir einfach sagen, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen unser Leben auf ihm ausrichten. Wir lesen hier weiter, den Vers 25, und Jesus spricht da, darum sorgt euch um nichts. Und das klingt ein bisschen so, ne, wir kennen ja auch den Abschnitt weiter, dass da geht es darum, dass Salomo, der wurde nicht so gekleidet wie die Lilien und so weiter und so fort. Und Jesus spricht hier das Thema an, weil er will diesem Volk, die vor ihm sitzen, will er einfach klar machen, es gibt nur eine Message. Es gibt nur eine Botschaft. Setzt das Ganze auf mich. Und er sagt darum, weil ihr, wenn ihr den Mammon nachlaufen werdet, werdet ihr eigentlich das Ganze verlieren. Wenn du den Fokus auf die Familie setzt, wirst du am Ende wahrscheinlich ganz allein bleiben. Ich finde die Verse später in demselben Abschnitt finde ich enorm wichtig und auf die sollen wir eingehen. Und da spricht Jesus wiederum im Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Trachtet zuerst. Und zuerst, das ist hier ganz wichtig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Wie funktioniert das? Wird Jesus kochen gehen? Willst du bei dir in der Küche alles sauber haben? Wird jemand für dich putzen? Wird jemand für dich arbeiten gehen? Wird jemand irgendwas tun? Wie soll das funktionieren? Und mit anderen Worten möchte hier Jesus uns noch deutlicher aussprechen. Der sagt, ich verspreche dir. Ich verspreche dir. Und ich möchte sogar noch extremer sagen. Der sagt sogar, ich schwöre dir. Und wenn du in Hebräer 6, Vers 13 liest, und da geht es um die Berufung Abraham, und da sagt Gott, ich schwöre dir, und weil ich nichts Höheres habe, womit ich schwören kann als ich selber, ich schwöre dich bei meinem Namen. Jesus möchte hier sagen, ich schwöre dir, dass ich dir dich versorgen werde. Ich werde alles tun, dass du alles Nötige haben wirst. Das heißt nicht, dass du nicht arbeiten gehen musst oder dass du nicht kochen musst oder deine Kinder erziehen musst. Nein, es geht nicht darum. Aber Jesus wird dich begleiten. Wenn du auf ihm sitzt, wird das andere dazukommen. Ich kann dir aus meinem Leben auch einige Sachen erzählen. Ich möchte dir einfach mal so ein bisschen hineinnehmen, wie mir vor einigen Jahren gegangen ist, als ich damals überlegt habe, in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Ich hatte viele Jahre in Unternehmen gehabt, also nebenbei, also ich war am Arbeiten und habe noch nebenbei ein Unternehmen gehabt und ich hatte immer Angst gehabt. Angst gehabt zu kündigen, weil das ist ja irgendwie so sicher und das ist doch irgendwie so, naja, da ist der Lohn fest, da weißt du, was am Monatsende bei rumkommt und darauf kannst du bauen und ich hatte das auch irgendwo festgehalten. Aber dann kam der Augenblick, nicht weil im Unternehmen besser lief. Es lief überhaupt nicht besser, es lief zum Teil sogar schlechter. Aber ich habe damals gesagt oder verstanden, Gott, wenn du mein Versorger bist, wenn ich auf dich bauen kann, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das so, dass wir eine Sache liegen lassen. Ich muss mich entscheiden, was mache ich? Mache ich das eine oder das andere? Ich habe mich damals entschieden, ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich da arbeiten bleibe, dann werde ich meinen festen Lohn wahrscheinlich bis zu meiner Rente haben. Heute weiß ich, dass es nicht so ist, weil die Firma gibt es nicht mehr. Aber ich habe gesagt, wenn ich ins Unternehmen einsteige, dann wird es wahrscheinlich, könnte sein, dass es mehr wird. Ich habe mich damals dafür entschieden, dass ich sage, Gott, du bist mein Versorger. Und es ging gar nicht um das Geld. Es ging in erster Linie darum, weil ich war richtig happy, Gott kennenzulernen.
einfach zu sehen, wie Gott mich führen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gemacht, ich habe diesen Schritt gemacht. Es wurde besser, dann war es mal ein bisschen schlechter, dann wird es wieder besser, dann wird es wieder schlechter. Es funktioniert, es läuft, wir werden versorgt, wir haben jeden Monat unseren Lohn da, wir können alles bezahlen, alle Darlehen oder alles, was so da ist, wir können bezahlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich auf Gott mich fokussiert habe, habe ich kein Problem, wenn es morgen anders aussieht. Und ich weiß, dass ich meine Familie dadurch nicht verliere. Ich weiß, dass ich Gott nicht verliere. Aber ich kann nur eins sagen, dass ich kann mit voller Ruhe abends einschlafen und ich kann morgens aufstehen und ich kann sagen, es ist ein neuer Tag und Gott gibt mir eine Chance, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen. Und wenn es gut läuft, läuft es gut. Und wenn es schlecht läuft, läuft es schlecht. Meine Aufgabe ist, seiner Berufung nachzugehen und nicht sagen, nur Familie, ich muss ackern, ich muss Geschäfte machen, ich muss Umsätze machen. Hauptsache, dass meine Familie noch das und das und das andere kriegt. Das wird nicht funktionieren. Ich kann dir auch sagen, warum. Wenn du mal genau hinguckst, wie viele Ehen kaputt gehen, wie viele Ehen auch unter Christen gehen kaputt, weil der Fokus auf die Familie gelegt ist, weil der Fokus nicht mehr auf Jesus gelegt ist. Und wenn der Fokus auf die Familie gelegt ist, dann heißt das in erster Linie, ich nehme diesen oder den anderen Job an oder ich mache mich selbstständig, damit ich meine Familie versorge. Aber wenn du mal dann mit diesen Leuten dich konkreter unterhältst und sagst, dein Job, der tut dir nicht gut, die Montage, die du machst, wo du immer wieder mal mit einer längeren Zeit von der Familie weg bist, das tut dir nicht gut, dann sagt er, bevor ich diesen Job aufgebe, gebe ich lieber meine Familie auf. Bevor ich meine Selbstständigkeit aufgebe, lasse ich mich lieber scheiden. Diese Sätze höre ich auch immer wieder. In erster Linie denken wir, alles für die Familie, aber wenn es drauf ankommt, merkst du, dass der Fokus nur dann richtig ist, wenn du ihn auf Gott setzt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird dazu kommen. Das heißt nicht, dass wir unsere Familie nicht erziehen sollen, dass wir in unserer Familie nicht sein sollen, dass wir immer unterwegs sein sollen, dass wir immer für die Kirche da sein sollen, dass wir nur was anderes machen sollen, außer unserer Familie, Kinder erziehen und so weiter und so fort. Nein, das heißt, dass wir Jesus, unseren Retter, im Fokus haben müssen. Und nicht nur damals am Tag unserer Bekehrung, sondern heute genauso. Wenn ich morgens aufstehe, dass ich sagen kann, Herr, danke für diesen Tag. Ich will dir folgen. Und das, was dazu kommt, nehme ich an, nehme ich auf mich. Mit deiner Hilfe, mit deiner Gegenwart kann ich dir folgen. Mit deiner Gegenwart werde ich diesen Tag schaffen. Und wenn in der Familie Sachen vorkommen, da gehe ich mit meinem Ehepartner, mit meiner Familie in die Situation rein. Ich kann dafür beten, ich kann gemeinsam mit meiner Familie nach vorne schauen, weil Jesus im Fokus ist. Ich möchte dich einladen, ich möchte dich heute einladen, dass du einfach selber überlegst, wo hakt das? Was ist das Problem, dass du immer wieder irgendwie nie weiterkommst? Was ist das Problem, dass du immer wieder irgendwie Stress kriegst und irgendwie mit Gott nicht weiterkommst und irgendwie merkst, dass es im Leben nicht so richtig läuft, dass es in der Ehe nicht so richtig läuft, dass es irgendwie in der Gemeinde nicht so richtig läuft? Ich möchte dich einladen, dass du einfach dich vielleicht aufs Neue entscheidest. Und ich glaube, dass das Wort Jesus nachfolgen, ohne Wenn und Aber, das kann eine komplette Wende in unser Leben bringen. Wir haben uns für Jesus entschieden. Und als wir uns damals entschieden haben, als du dich damals bekehrt hast, hast du eine Wende bekommen. Aber aus irgendeinem Grund hast du den Fokus verlagert. Und deswegen möchte ich dich mit diesem Wort ermutigen,
dass du dich aufs Neue entscheidest für Jesus. Vielleicht denkst du, du hast dich entschieden, du folgst Jesus nach, ja. Aber dass du dich nochmal dafür entscheidest, und zwar, dass du den Fokus darauf legst, dass Gott dich berufen hat, auf diese Erde gesetzt hat, nicht um Familie zu bauen, nicht um alles andere irgendwie auf die Reihe zu kriegen, sondern in erster Linie ihm nachfolgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dazukommen. Das heißt, wenn du den Fokus darauf legst, dass Gott die Nummer eins ist, wird es in deiner Familie auch funktionieren. Deine Kinder, die werden das merken. Die werden das spüren. Die werden sehen, worauf Papa und Mama schauen. Was ist für Papa und Mama wichtig? Die werden das merken und die werden ihr Leben danach ausrichten. Und selbst wenn es hier oder da mal schief laufen wird, wirst du immer noch einen Halt haben, weil Gott dich nie alleine lässt. Er verspricht, er schwört, dass er dich nicht alleine lässt, weil er will mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass wir an dieser Stelle aufstehen. Lass uns aufstehen. Dass wir nochmal darüber nachdenken, dass wir jetzt einfach mal einen Moment uns Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie läuft es bei uns im Leben? Haben wir den Fokus verloren? Oder wo ist unser Fokus? Worauf haben wir ihn gelegt? Lass uns mal darüber nachdenken, lass uns einfach jetzt ins Gebet gehen, dass wir jetzt vor Gott treten und ihm einfach, wenn du spürst, dass Gott dich anspricht, dass du deinen Fokus nicht mehr auf ihm hast, sondern auf gewisse Sachen, die dir wichtig geworden sind, dass du das vor Jesus bringst. Dass wir heute hier rausgehen mit einer neuen Entscheidung. Mit einer Entscheidung, dass wir sagen, ich will dir in erster Linie folgen. Und ich vertraue dir, dass du mir alles andere, was ich brauche, geben wirst. Lass uns ins Gebet gehen, lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Es liegt alles an dir. Du bist für unser Leben gestorben, du hast uns das Leben gegeben und du wirst uns das Leben auch nehmen. Aber wir möchten in erster Linie, dass du in unserer Gegenwart bist, dass du uns zeigst, was wir tun sollen, dass wir uns auf dich fokussieren, dass wir dich im Fokus haben, dass wir dir folgen. Wir möchten dich bitten, dass du als Gemeinde uns ausrichtest auf dich, dass wir diese Nebensachen, die du uns anvertraut hast, oder uns eine Familie anvertraut hast, dass du uns wichtige Sachen anvertraut hast, dass dir nicht im Vordergrund sind, sondern dass du an erster Stelle bist. Wir bitten dich, dass du uns in diesem veränderst. Und wenn Menschen hier sind, die jetzt zu dir beten, da bitte ich dich, dass du ihnen hilfst. Nicht nur jetzt, sondern auch in der kommenden Zeit und in einem restlichen Leben, ihr Leben auf dich auszurichten. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen.